Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Im letzten Part haben wir die verlorene Höhle durchforstet, Team Rockets Pläne bei der Eiskaskadenhöhle ein bisschen vereitert und wir sind jetzt weiterhin noch auf Island 5 und werden jetzt den Südteil der Insel untersuchen. Zum Beispiel die Island 5 Weide. Und hier hinten ist hinter dem Zerschneiderbusch sogar noch ein Item. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, denn die TM36, die findet man im Hauptquartier, also im Rocketlager selber. Und mir geht langsam der Topschutz aus. Also muss ich dann danach wiederholen. Die hat mir noch einen Top-Trank. Dann muss ich da halt wieder kurz zurück. Dann mache ich es dann, wenn wir hier mit dem Eiland hier fertig sind. Zutritt zu diesem Gebiet ist untersagt. Raus, raus! Das ist einfach mal so ein Team Rocket-Rüppel, der gerne eins auf die Fresse möchte. Das heißt, wenn ich Island 5 fertig erkundigt habe, gehe ich nochmal ein bisschen Top-Shots einkaufen. Aber dann kaufe ich da noch viel mehr. Denn ich habe jetzt mir das Geld angeschaut, denn ich habe 367.000 Pocket-Dollar. Dann war ich nochmal off-cam in Prismane City, hat mir für 800 Casino-Münzen einen Rauchball geholt, dann später eben für die Azuria-Höhle. Dass ich dann die Pokémons fliehen könnte, falls sie dann doch das Überlevel haben. Aber dann brauche ich vorher noch nicht offscreen zu trainieren, dann mache ich das nach den zwei Legis. Aber die würde ich dann in separaten Parts behandeln, das ist wieder ein bändischer Volltreffer. Einfach so separat. Weil für, zum Beispiel für Suicune, in meinem Fall, wir haben ja Glumanda genommen, aber das werde ich dann später dann noch genauer erklären. Also da werde ich auf jeden Fall ein eigenes Video dazu widmen und ich muss mir die Strategie nochmal ansehen. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt auch daran erinnert, im letzten Video eben noch das Video mit dem Shiny Farb. Mit dem Farb-Eagle Shiny Hunter einzufügen. Und die Übersetzung zum Beispiel bei Part 42, die Incognito-Schrift. Übersetzung. Ja, da muss ich mich viel erinnern. Du verschwendest Zeit, auch wenn du an mir vorbeikommst. Und das ist eben das sogenannte Rocketlager, in dem sie die entführten Pokémon der Eiskaskadenhöhle aufbewahrt haben. Und lass mich raten, wahrscheinlich sogar die anderen Pokémon, die sie entführt haben, wie Dratini und so. Oder Porygon. Denn die kannst du nicht in freier Wildbahn fangen. Für die brauchst du 9.999 Casino-Münzen. Und ihr wisst ja, was sie für illegale Machenschaften in der Spielhalle betreiben. Ja, die Pokémon müssen ja von irgendwoher herkommen. Die können nicht einfach so aus dem Nichts erscheinen. Und eben mit Kaskade, da haben sie... Weißt du, Dankeschön, dass du dich jetzt heilst. Okay, wenn du unbedingt auf die Tour haben willst, dann holen wir unseren Experten. Wenn die Pokémon müssen ja von irgendwo herkommen. Und wenn das die Ether Foundation wüsste, was Team Rocket gemacht hat. Aber ich glaube, die sind wahrscheinlich da noch nicht gegründet worden. Wenn ihr fragt, wieso Ether Foundation, die gibt es nämlich im Pokémon Sonne und Mond. Und die sind nämlich für den Schutz von Pokémon eingestellt worden. Wahrscheinlich ist dann ihre Gründungszeit wahrscheinlich hier noch in der Kanto-Region entstanden. Irgendwann nach den Geschehnissen von Rot, Blau, Gelb, Feuerrot, Blatt, Grün. Aber mehr verrate ich jetzt auch nicht dazu, da müsste ich schon das Spiel selber gespielt haben. Das ist, sagen wir mal so, auch wenn da die Arenen fehlen, die Prüfungen sind der perfekte Ersatz. Zwar nicht ganz perfekt, aber es ist wenigstens besser, als wenn es nichts gäbe. Und dann muss ich jetzt dann weiter surfen, ist das richtig? Aber in welcher Richtung? Hier gibt es nichts weiter, außer unserem Lager. Also was hast du hier zu suchen?
Hey, ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig, ich bin hier nur auf Durchreise. Und dann kommt er mit Smogon daher. Und das begraben das zweite ist dann ein Smogmog. Und den Rauchbar habe ich jetzt momentan an unseren Menschen gegeben, denn es hat... Wow! Es hat sich selbst geopfert, um einen physischen und speziellen Angriff stark zu sinken. Schön machst du das, schön! Ist ja nicht so, dass ich nämlich nochmal tauschen kann. So, damit ich jetzt noch mehr Geld holen kann. Setze ich den jetzt ein. So, jetzt tauschen wir wieder zurück und dann sind die negativen Stats auch wieder aufgehoben. Wenn du gerne nochmal Memento Mori benutzen willst, dann bitteschön. Tu dir keinen Zwang an, dann machst du mir nur noch den Kampf noch einfacher. Tschüss. Das war's. Finish. Ja, das sollte nicht geschehen, ne? Das sollte absolut gar nicht geschehen. Und wenn man hier rein will, dann sagt dies. Denn es wird ja zwei Passwörter gebraucht. Ich wollte es nur kurz zeigen. Nicht, dass ihr denkt, ich lüge oder so. Jetzt muss ich schauen, in welche Richtung geht es jetzt auch weiter. Okay, dort ist die Gedenksäule. Aber hier müsste noch ein Item rumgammeln. Ein Ape Plus. So, dann gehen wir zu den Gedenksäulen. Wenn wir dann fertig sind, holen wir nochmal ein bisschen Topschutz. Und dann geht es dann ab zu Eiland 6. Schöne Wasserroute, ne? Okay, man kann ja auch abkürzen, aber ich gehe den oberen Weg lieber lang. Um ein paar Trainer noch zu besiegen. Wahrscheinlich sind das sogar noch Vogelfänger, also dürfte dann unser Reitschuh wieder mal einen Einsatz haben. Ja, genau. Also das Projekt geht jetzt dann auch nicht mal zu lange. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, dann ist es bestimmt schon beendet. Weil ich muss dann immer so mal im Vorrat aufnehmen, dass ich dann auch genug Parts habe für die nächsten Wochen. Schwieriger wird es dann halt dann wieder sein, wenn ich dann wieder Vollzeit beschäftigt bin. Da habe ich dann nur am Wochenende Zeit und da muss ich dann schauen, wie ich das mit den Projekten regeln. Könnte dann genauso gut sein, dass dann ein bisschen weniger kommt in der Zeit. Aber das muss ich alles noch anschauen, wie ich das regle. Zur Not muss ich dann halt leider schon die Karriere aufgeben. Aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht machen. Das würde ich nur ungern machen. Rechnet einfach damit dann mit weniger Videos, aber dafür, dass ich dann immer noch da bin. So könnte man das in etwa sehen. Dass dann einfach vielleicht weniger kommt, aber dafür, dass ich dann immer noch tätig bin in dem Genre. Wenn du das überhaupt als Genre bezeichnen kannst. Am meisten kommt es auch darauf an, ob dann ein gewisser anderer Herr mal auf einmal wieder mit der Criminal Mastermind Challenge weitermachen möchte. Ich kann jetzt noch etwas darüber erzählen und zwar hat jetzt nämlich Rockstar nämlich das getan, was ich befürchtet habe. Ja. Sie haben den Kuruma Glitch bei Pacific Standard behoben. Das heißt, der Kuruma Glitch, den wir benutzen wollten, der ist jetzt am Arsch. Aber ich gehe kaum davon aus, dass Keanu schon aufgeht. Wir sind jetzt schon am überlegen, was für alternative Möglichkeiten gibt es noch außer den Bikes. Auf Bikes bist du halt ein recht leichtes Ziel. Einmal runtergeflogen und dann tschüss. Criminal Mastermind gescheitert. Und dann dürfen wir dann alles wieder nochmal von vorne machen. Also wie es darum steht, das kann ich selber nicht beurteilen.
Das liegt alles im Interesse von Keanu. Das ist sozusagen der Leader, der heißt's. Naja, es wäre schon schön, wenn wir es irgendwie noch schaffen würden. Aber ich bin meistens so ein Typ, der eigentlich schnell aufgibt. Da bewundere ich immer noch sein Durchhaltevermögen. Naja, gut. Ich gebe dann halt mein Bestes, versuche natürlich das Beste im Team zu geben. Nur, dass wir das Ziel überhaupt erreichen, weil wenn ich nicht hundertprozentigen Einsatz gebe, dann ist es am Ende doch vergebens, wenn wir es nicht versucht haben. Darum eben, man probiert etwas und gibt dann auf, wenn es dann wirklich keinen Sinn ergibt, als wenn man einfach schon von vornherein sagt, ich will nicht, ich gebe auf. Das ist eben das, was ich eben noch in meinem Leben lernen muss. Ich bin eben als einer, der schnell aufgibt. Nur merkt man das zum Beispiel bei Fly for Fun, also bei Fly for Fun nicht. Vor allem das Hardcore XP leveln. Und später ist ich level da meist so lange durch und ich frage mich, woher nehme ich die Motivation? Oh hallo, deine Pokémon sehen gesund aus. Hier habe ich meinen Onix begraben. Es heißt Tectonix. Und das war eben Stahlos, das leider gestorben ist. Und wir werden jetzt... werden wir jetzt noch eine Limonade hinlegen, um zu gedenken. Rest in Peace, Stahlos. Danke. Das war das Lieblingsgetränk von meinem Tectonix. Ich kenne dich nicht, aber du hast Edelmut bewiesen. Das hat mich aufgemuntert. Nimm dies bitte nach meiner Wertschätzung. Danke. Und vor ihm kriegt man eben die TM42 Fassade. Und Fassade hat eine Grundstärke von 70 und wird stärker, wenn das Pokémon, das ausführt, vergiftet, verbrennt oder paralysiert ist. Das kann zum Beispiel gut mit Machomai kombiniert werden, der zum Beispiel die Fähigkeit Adrenalin hat. Dann wird das nämlich eine Todesattacke fast schon. Bitte behandle deine Pokémon gut. Ja, das werde ich. Meine Pokémon werden immer mit Liebe behandelt. Und hier kriegt man noch einen Metallmantel. Damit kann man eben Onix zu Stahlos machen. Und das muss ich gerade überlegen. Ich glaube, es gibt noch ein zweites. Ach ja, Sichlo zu Xerox. Also entweder Sichlo zu Xerox oder Onix zu Stahlos. Man muss einfach den Metallmantel geben und dann rüber tauschen. Alternativ kann man zum Beispiel auch Metallmantel von wilden Magnetilos und ich glaube sogar von wilden Magnetons, was es die auch überhaupt wild gibt, fangen, bekommen. Aber die Chance dafür ist nur 5%. Dann müsst ihr einfach ein Pokémon dabei haben, das zum Beispiel Schnüffler als Fähigkeit hat. Dann wisst ihr, wenn ihr das Item trägt, dann wisst ihr es. Und dann müsst ihr nur noch ein Pokémon besitzen, das dann auch noch die TM46 Rauch beherrscht. Oder alternativ, ihr fangt einfach das Pokémon. So, und bevor wir es dann wirklich zu Island 6 aufbrechen, werde ich mir zuerst nochmal mit Topschutz eindecken. Dazu muss ich eigentlich doch nur zu Island 4. Ich glaube, die hatten sogar Topschutz. Oder für den Speed-Up. Aber der musste sein. Ich hoffe, der hat wirklich Top-Shots. Ja, hat er. Okay, 18 haben wir. Dann geben wir mal 2. Und 30. Also das sollte für das Rest unseres Abenteuers locker ausreichen. Das sind dann 50 Stück. Und wenn nicht, dann kaufe ich halt nochmal ein paar, aber dann nicht mehr 50 insgesamt. Und einfach dann weniger. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass einfach die 50 Stück dann auch ausreichen. Und zuerst noch die Pokémon heilen. Wäre vielleicht auch noch eine schlaue Idee. Und dann geht es dann ab zu Island 6 und werden zuerst den Nordteil erkunden. Und dann später den Südteil. Denn im Südteil ist dann eine sogenannte weitere Ruine, in der wir dann den Saphir finden können. Aber ich mache zuerst lieber den Nordteil. Da kann ich dann auch noch was an Details preisgeben.
Also so lange dauert das auch nicht mehr. Das ist wieder so ein Remix aus den zweiten Gen. Irgendwie so ein Remix. Oh, dann schauen wir mal, ob die vielleicht noch irgendwas für mich haben. Ja, das werde ich. Das werde ich. Ja, du hast recht. Wenn man so weit weg ist von der Stadt, sieht der Himmel wirklich fantastisch aus. Ja, und dann beim Ruinental ist eben dann die Ruine. Was machst du denn hier? Hey Sonic, wie ist das um deinen Pokédex bestellt? Es scheint unmöglich zu sein, alle Pokémon zu finden, wenn man sich nur hier aufhält. Vielleicht gibt es irgendwo Pokémon, über die wir nichts wissen. Nun, wenn ich das nicht erledigen kann, musst du das übernehmen. Ich werde daran nicht verzweifeln. Ich sammle Pokémon in meinem Tempo, während ich sie trainiere. Das mache ich. Also macht es für mich keinen Sinn, hier zu bleiben. Ich gehe nach Hause. Das war's. Bis demnächst. Ja. Und sagen wir mal so, in der Liga-Rematches haben dann die Top 4 und eben der und eben Endsmash selber andere Pokémon bei sich. Und das wird dann nochmal eine extra Würze haben. Ich hätte mir zum Beispiel vielleicht überlegt, noch ein Lavitar zu nehmen und es dann zu Tespotar zu machen, aber das. Und das würde dann meinem Team nicht so wohl tun. Oder sagen wir mal so, ich möchte mit dem Team, mit dem ich zum ersten Mal die Liga gespielt habe, werde ich dasselbe auch tun. Ich werde dann die Liga Rematches mit demselben Team durchführen, die ich jetzt habe. Ohne VM-Sklave. So, was gibt es hier auszukaufen? Okay, den Traumbrief. Also die Rematches werden dann mit demselben Team durchgeführt, was ich dann auch das Hauptliga-Team war. Eben mit Glurak, Aerodactyl, Dragoran, Lapras, dann ist noch eine Yonagobeere, Raichu und. Und eben Nidoking. Weil die werden dann eine zweite Chance bekommen, denn ich möchte mit diesem Team dann auch die Rematches bestehen. So, und eben zum der Wasserweg führt einmal zum Ruintal und einmal dann nach oben. Wenn wir zuerst den nördlichen Weg. Also viel wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen können in dem Part, also müssen wir dann schauen, wie es dann jetzt so weitergeht, weil ich kann das nie im Voraus sagen. Das ist auch vorerst der letzte Part, den ich jetzt in dieser Session aufnehme. Einfach weil dann habe ich dann wieder genug Parts. Danke für das Lichtschild, du Trottel. Ist ja nicht so, dass ich mit speziellen Attacken komme oder so. Na gut, wenn der Magnetilos und Magneton sonst dann vielleicht. Und dann habe ich auf jeden Fall wieder genug Parts und kann mich dann um andere Projekte kümmern. Und da haben wir noch ein Pantymos. Ich könnte jetzt nochmal versuchen mit viel ändern, aber es wäre dann wieder ein tödliches. Oder weißt du was? Ich mach's einfach. Just for the lulz. Und wir treffen wieder. Ja. Viel ändern einen sicheren K.O.-Kill, aber auch gleichzeitig ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn es einmal daneben geht und es kommt dann eine starke Psycho-Attacke, dann RIP V-Hawk. Also in solchen Nuzlocke-Challenges würde ich es natürlich nicht machen. Die erste, die wird dann auf jeden Fall bei Pokémon Gelb sein, aber die wird aber nicht direkt nach Pokémon Blattgrün kommen. Das nächste Pokémon-Projekt wird wahrscheinlich
entweder zuerst dem Pokémon Gold Speedrun oder Pokémon die Kristall Edition. Dann sozusagen die Special Edition zu Gold und Silber. Muss ich mir nur überlegen, welche Challenge möchte ich dann bei Silber machen. Oder wieder ein normales Playthrough. Bis zu Gen 5 könnte ich wahrscheinlich noch aufnehmen, sofern ich einen funktionierenden DS-Emulator finde, ja. Halt, Gen 6 und darüber, das kann ich dann nicht mehr. Das muss ich dann leider an den anderen Let's Player überlassen. Also mit Kamera abfilmen ist nicht so mein Ding. Und ich wette, dieses Lampi hat Voltabsorber. Normalerweise hat es ja auch Voltabsorber. H2 Absorber eher weniger. Aber ich nehme jetzt trotzdem Psychokinese, weil ich auf Nummer sicher gehen möchte. Ja, und wieder ein bändischer Volltreffer. Und natürlich Landturm. Also entweder kann es Voltabsorber haben oder irgendwas anderes, was ich jetzt gerade nicht auswendig weiß. Ja, das tut weh. Von der Funkensprung speziell ist und jetzt ist noch mein Lapras paralysiert. Leck mich doch am Arsch. Ich habe keine andere Möglichkeit als Psychokinese. Und der ist so dumm, greife ich mit Aquaknarre an, wenn er wüsste, dass mein Lapras H2O-Absorber hat. Das hätte ich zum Beispiel auch gegen den Champ benutzen können. Darauf abwarten, dass er Hydropumpe machen will, dann auf Lapras wechseln und sozusagen den Hydropumpe absorbieren. Das wäre zum Beispiel auch noch eine gute Möglichkeit gewesen. Ich weiß nur, wenn jetzt nicht langsam angreift, dass der Part dann schon wieder sehr viel länger ist und ich habe fast gar nichts gezeigt. Und ich weiß auch dann am Ende, dass ich vor den Liga Rematches dann auch wieder gut einkaufen gehe. Weil ich werde jetzt dann... Ja gut, nochmal einen Hyperheiler, weil jetzt eine Top-Genesung, das wäre jetzt... verschwenderisch. Gebe ich einmal Tafelwasser, wenn ich die schon in Überschuss habe. Ich könnte jetzt auch eigentlich heilen gehen, aber ist mir scheißegal. Oder hat man nur eine bestimmte Anzahl an Items, die man tragen kann? Ich glaube, ich gehe mal ein paar Sachen ablegen. Weißt, jetzt dann habe ich am Ende einen Rauchball im Lager. Da gibt es einen Faceball und Deluxe. Und dann habe ich dann am Endeffekt 20.000 Pocket-Dollar verschwendet. Oder sagen wir mal, ich habe am Ende noch Geld verschwendet, zum Beispiel für die Evolutionssteine, wenn ich gewusst hätte, dass ich die hier habe. Naja, egal. Egal. Gut, dann legen wir auf jeden Fall mal die... Ja, die X-Items behalte ich mal noch. Gut, dann lege ich auf jeden Fall mal das ab, was ich nicht brauche. Wäre mal unter anderem das Machoband, die zwei Donnersteine, den EP-Teiler, ewiges Eis, Metallmantel, AP-Top, Lachsrauch, Seerauch und Seidenschal. Ja, dann spare ich mir wieder mal ein bisschen Platz. Nicht, dass es zum Beispiel dann heißt, oh, der Beutel ist voll. Ich fand schon schrecklich in der ersten Gen, da durftest du bis zu maximal 20 Items mitnehmen und dann heißt es ist voll. Das hast du nicht mal sortiert gehabt. Das wird dann auf jeden Fall witzig, wenn ich dann davon die Nuzlocke Challenge spielen darf. Und dann werde ich wahrscheinlich rot und blau. Vielleicht sogar normal zeigen, aber nicht gerade sofort.
Also wenn ein bisschen was auf Nostalgie steht. Die Special Pikachu Edition habe ich jetzt mal so als Nuzlocke Challenge Prototyp, weil ich einfach mal die Regel testen möchte. Wenn Pikachu steht, muss dann einfach eines meiner anderen Teammitglieder anstelle von Pikachu geopfert werden. So eine Art wie russisch Roulette. Nur dann auf das gesamte Team und PC-Box belegt. Wenn ich Glück habe, wird sogar eines der Nutzlosen gelöscht. Nutzlosen geopfert. Wenn ich Pech habe, das Stärkste. Weil Pikachu muss dann immer überleben und ich weiß nicht, ob ich dann wirklich am Endeffekt dann auch wirklich bestehe, die Prüfung. Ich wollte das einfach mal austesten. Aber das alles dazu viel später, weil zunächst werde ich dann einmal die Gen 2 angehen. Ich hätte mir zwar überlegt, Hardgold oder Soul Silver, aber solange ich nicht weiß, ob der DSMU gut funktioniert, werde ich jetzt zuerst eher mal Gold, Silber und Kristall. Also Gold als Speedrun. Silber weiß ich noch nicht genau, wie ich es spielen möchte. Und etwas Kristall wird dann das nächste Pokémon Let's Play sein. Aber halt auf die Garantie, dass ich nicht weiß, wann ich die starte. Einfach nicht sofort. Ich möchte immer so zwischen den Projekten eine Pause haben. Nicht so enden am Ende wie Sui Shumaru, der die ganze Zeit nur noch Pokémon bringt. So, und da wird jetzt auf jeden Fall das Erdbeben angebracht. Und damit ich jetzt noch Schutz habe. Weißt du was, dann opfere ich dich jetzt, ist mir jetzt egal. Und tschüss. Dafür sind die Pikachus auch weg. Denn die überleben keinen Erdbeben. Somit muss ich jetzt nicht noch XP an meinen VM-Sklaven abgeben. Ja, ich weiß, ich bin gemein. Ja, ich weiß, dass ich fies bin. Und sagen wir mal, den muss ich nicht wiederbeleben. Man kann auch die VMs benutzen, wenn sie auch besiegt sind. Aha. Schönes Detail. Und ihr habt wahrscheinlich Pflanzen-Pokémon. Ja, Sonken. Sagen wir mal so, das schlechteste Pokémon an den Stats an. Das überlebt absolut gar nichts. Außer eben die Schockwelle. Egal. Das hat einfach die schlechtesten Stats, die es gibt. Und dann macht doch noch einen Volltreffer. Na, fühlt sich cool mit dem Volltreffer, ne? Dann wird er mal so behaupten, du seist doch was zu gebrauchen, aber am Ende bist du dann doch nur Abfall. Oder vergammeltes. Aber Sonflora, das ist schon eine andere Liga. Aber nutzen wir jetzt auch liebend gerne unseren Türkisch-Andy wieder. Ich glaube, ich sollte aufhören, das ihn so zu nennen. Der Witz wird doch langsam uralt. Ist so. Warum die finden mich süß, wenn ich so entschlossen bin? Okay, so. Okay, hier gibt es eine Bäre und zwar. Eine Singlebeere. Dann hier, das ist was schon wieder? Ah, grüner Pfad. Wieso das grüne Pfad heißt, ist auch nicht. Gesucht, das ultimative Horn. Ja, was könnt ihr hier bei der hier beim Scaraborn euer Horn messen lassen? Wenn ihr den Rekord bricht, dann kriegt ihr entweder einen Nestball oder einen Netzball geschenkt. Aber zuerst müsst ihr den Scaraborn finden und die gibt es, soviel ich weiß, im Musterbuschwald. Und über den Musterbuschwald werde ich dann im nächsten Part mehr darüber zu erzählen. Es gibt nämlich
eine Geschichte, die ich noch dazu erzählen muss. Und zwar nämlich geht die Geschichte eben um den Musterbuschwald. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt gerade blöd an, so wie ich es formuliert habe. Und eben dem Gerücht, dass man hier vielleicht eben ein bestimmtes Pokémon einbauen wollte. Was dann aber nicht geschehen ist. Naja, aber das war's jetzt dann auch. Jedenfalls werden wir im nächsten Part den Musterbuschwald erforschen. Und dann sehen wir dann weiter, dann geht es dann weiter. Also durch den Musterbuschwald in den Norden und dann später dann den Südteil von Island 6. Dann sage ich mal bis dahin tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao!